geliebte Menschenfamilie. Geliebte Menschen, geliebte Seelen, geliebte Lichtmenschen, ich darf euch heute ganz herzlich hier begrüßen. Wir wissen, dass wir im Moment in der Zeit des Wandels, in der Zeit des Übergangs uns befinden. Und wir wissen alle, dass diese Zeit eine große Herausforderung für uns ist. Aber wir sollten auch wissen, dass ein jeder Einzelne die Kraft trägt, diese Herausforderung zu meistern. Denn sonst wärst du nicht in dieser Zeit inkarniert. Und so möchte ich dich bitten, jetzt in dein Herz hineinzufühlen, dich mit deinem Herzen auszudehnen und diese große Liebe und Kraft zu fühlen, welche in dir wohnt. Du spürst, wie du tatsächlich mit jedem Atemzug immer ruhiger wirst und du entspannst ganz bewusst deine Augen, deine Stirn und deinen Kiefer. Und nun lässt du diese Entspannung durch deinen ganzen Körper fließen. Und so rufe ich die Engel gleich für dich, denn sie werden eine wertvolle Botschaft für dich bereithalten. Und so rufe ich die Räte des weißen Lichtes. Einströmt die Energie des Lichtes, der Liebe und des Friedens. Einströmt diese Energie zu dir, in dein Zuhause und in dein Herz, wenn du es öffnen magst. Wir, die Räte des weißen Lichtes, sind gekommen, um dich zu halten und um dich zu stärken, um dir zu zeigen, dass du so wie du bist, gut bist und um dir zu sagen, dass du so sehr geliebt wirst und wir dir unsere Hilfe gerne zur Verfügung stellen. Und so möchten wir dich gerne einladen, die neue Erde zu kreieren. Denn dies ist deine Kraft, die Kraft deiner Gedanken, die Kraft deiner Worte, welche zu Taten werden. Und sie wird diese Kraft, die Zeitlinie nähren, welche du bestimmst. Und so lege nun den Wert darauf, eine Zeitlinie auszuwählen, die Zeitlinie der neuen Erde in Frieden und Fülle für alle Menschen. Und wenn du einverstanden bist, dann werden wir nun zusammen in diese Zeitlinie eintauchen und dort unsere ganze große Liebe mit dir zusammen einfließen lassen. Visualisiere für dich, wie die Erde aussehen soll. Visualisiere den Frieden auf der ganzen Erde, liebevolle Menschen, wie sie sich gegenseitig unterstützen,
und in der Fülle leben. Ein Leben in Leichtigkeit, in Gottverbundenheit, in der Bewusstheit der Einheit, in der Bewusstheit der Einheit von allem, was ist, getragen von der göttlichen Intelligenz, der vollkommenen, unendlichen Liebe. Und so geben wir dir ein wenig Zeit, um die Bilder entstehen zu lassen, welche das Neue hervorbringen werden. Denn du bist der Schöpfer der neuen Erde. Und so bedanken wir uns für dein Licht, für deine Achtsamkeit, denn du hast Großes bewirkt. Du hast die neue Erde kreiert. Und so verabschieden wir uns voller Liebe von dir, in großer Dankbarkeit. Und wir geben dir den Mantel von Smarana, den wir um deine Schultern legen, damit du sicher und geschützt bist. Und du komme nun wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Es war sehr schön und ich konnte genau sehen, wie es sein wird auf der neuen Erde. Ich konnte alles genau sehen. Ich hoffe, ihr habt es auch gesehen. So viel Liebe, so ein schönes Leben. All das können wir manifestieren und zusammen sind wir stark. Schön, dass du heute wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Und wenn dir die Botschaften wichtig sind, die neuesten Botschaften zu erhalten, dann abonniere doch bitte meinen Kanal, indem du auf diese Kugel klickst. Ich danke dir sehr. Bis zum nächsten Mal.